Hey Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch gewünscht, dass ich Fidget Toys auspacke und euch einfach mal alles zeige, was ich gefunden habe. Gebt dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben und wir kommen jetzt mal zu den Shoutouts. Herzlichen Glückwunsch an die heutigen Shoutout-Gewinner. Wenn auch du einen Shoutout gewinnen möchtest, dann schreib mir einen Kommentar und gib diesem Video einen Daumen nach oben. Viel Glück! Dann habe ich hier so kleine Fidget-Ringe. Also ganz ehrlich, ich habe wirklich erst gedacht, das wären Haargummis, weil die kann man auch so auseinanderziehen. Aber die sind aus Metall und die hier würden euren Haaren nicht gut tun. Glaubt mir, ihr kriegt einen mega Knoten, wenn ihr die als Haargummi nehmt. Man kann die so auseinanderziehen und irgendwie einfach nur zusammenknetschen. Ich glaube, das sind einfach so Fingerringe quasi. Das heißt, die könnt ihr über euren Fingern ziehen und halt so ein bisschen mit rumspielen, ne? Tada! Es ist schon kaputt gegangen. Ja, das ist einfach so ein Metallding, was schnell kaputt geht. Weiß ich nicht. Das hier ist für mich irgendwie nicht so sinnvoll. Also man kann da wirklich so das über den Finger ziehen und kann dann so ein bisschen, ja, sowas machen. Das ist für mich jetzt nicht ganz so schön. Es fühlt sich nicht schlecht an in den Händen, aber ne, langweilig. Guck mal, da ist ein Squishy. Ist das süß? Ich glaube, das ist so ein kleines Häschen, ne? Total mega squishy. Also ihr seht es schon, wenn ich das so knetsche, ne? Mega, mega weich. Sind es nicht eigentlich so diese Handy-Squishies, die man so außen drauf kleben kann? Ist hier unten Blatt, also man könnte es jetzt tatsächlich wirklich irgendwo draufkleben. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr eben die Ohren langziehen. Piu, piu, piu. Das ist süß. Also sowas mag ich ja sowieso, ne? Also das geht auf jeden Fall klar. Der saugt sich fest. Hier ist noch ein Squishy. Was ist das? Oh mein Gott, das ist ein Elefant. Ich glaube, der gefällt mir jetzt nicht so aus gewissen Gründen. Das Gesicht finde ich jetzt nicht ganz so schön. Aber irgendwie trotzdem süß, oder? Kann man hier die Ohren auch lang ziehen? Wie süß. Und hier ist noch ein Squishy. So viele Squishies. Es könnte eine Katze sein, die ein bisschen dumm aus der Wäsche guckt, ne? Die ist mega orange. Ja, so süß sieht die irgendwie nicht aus, oder? Das Gesicht ist halt irgendwie nicht ganz so. Aber auch mega squishy. I love it. Dann habe ich hier so orangene Teile. Ich weiß auch nicht, wie man die nennt. Man kann die in verschiedenen Richtungen biegen und drehen. Also da könnt ihr irgendwie irgendwelche Gebilde mit drauflegen. Ein Herz oder... Stellen. Ah, guck mal, man kann das hier zusammenstecken. Ja, das müsst ihr hier ein bisschen auseinanderdehnen, dann funktioniert das. Also so für die Finger ist das gar nicht so schlecht, weil man das halt eben so ein bisschen knicken kann, ne? Und da habe ich sogar zwei davon. Also meine Finger fühlen sich auf jeden Fall beschäftigt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in der Schule, euer Lehrer erzählt euch vorne irgendwas und ihr hört zu, aber eure Finger wollen beschäftigt sein. Dann kann euch das auf jeden Fall helfen, euch zu konzentrieren. Es darf halt nichts Lautes sein, ne? Sonst rasten eure Lehrer aus, wenn ihr da rumklackert. Ist schon cool, aber nicht meins. Auf Dauer würde ich hier dran einfach meinen Spaß verlieren. Ich brauche eher sowas hier. Dann habe ich hier noch so Ringe, die hängen zusammen. Und dann seht ihr in der Mitte, hier ist noch so eine Art Gummiband drauf. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist halt so. Und man kann die irgendwie ineinander drehen, seht ihr das? Ich kann diesen Ring hier so einfach durchschieben, guck. Also, wenn ich das hier jetzt halte und mit den Fingern spiele, ja, das ist echt gut. Das hier finde ich jetzt irgendwie angenehmer als dieses Ding. Wobei, mit dem kann man so ein bisschen mehr... Ja, ist halt grober, ne? Da kann man ein bisschen mehr knetschen. Und das hier ist irgendwie ganz, ganz fein. Ist halt eher so was Kleines, Feines für so Fingermenschen, die wirklich gern einfach mit den Fingerspitzen so ein bisschen beschäftigt sein wollen. Dafür ist es genau das Richtige. Das fühlt sich echt cool an, weil man wirklich die Ringe so durchdrücken kann, ne? Also, das hier hat auf jeden Fall irgendwas. Das finde ich echt gut. Dann haben wir das hier... Könnt ihr bitte mal in den Kommentaren was zu der Farbe schreiben? Ich liebe es einfach. Oh mein Gott. Erstens ist es Regenbogenfarben und zweitens ist es ein Among Us. Habt ihr es erkannt? Oh mein Gott, guckt euch das mal an, wie cool das aussieht.
Ist das cool, ey. Das ist mega. Oh yeah. Ist aber auch wieder so, dass eine Seite richtig knackt und die andere nicht. Aber ich habe da schon echt eine Idee, wie man das knackend hinbekommt. Also Daumen hoch! Absoluter Favorit, Leute. Auf die Plätze, fertig, los. Ey, die sind so cool. Ich liebe die. Welchen findest du schöner? Eigentlich finde ich den Teddybär schöner, aber diese Farbe finde ich schöner. Ich bräuchte den Teddybär in Regenbogen. Aber ich habe hier noch was. Und zwar ist das wie so ein Würfel. Und das Krasse ist, guck mal, der fällt hier auseinander irgendwie, aber dann geht der hier auch auseinander. Also man kann ihn irgendwie aufklappen. Guck mal hier. Oh mein Gott. Ah, das ist so krass, ey. Guck mal hier, es geht doch mit einer Hand. Creepy, oder? Man denkt, der fällt auseinander, tut er aber nicht. Der hat so verschiedene Winkel. Boah, das ist geil, ey. Das ist absolut cool. Ich glaube, das hier finde ich jetzt am besten. Das hier ist auf jeden Fall besser als das hier, kann ich euch jetzt schon sagen. Abgefahren, ne? So geht es nicht auseinander, aber so. Guck mal hier. Das ist so krass. Das ist, als würde man irgendwie lauter Treppen herauszaubern. Abgefahren. Das ist so cool. Guck so oder so. Keine Ahnung. Mega geil. Das hier würde ich euch auch empfehlen. Das würde euch auch Spaß machen. Ich würde mir nur eine andere Farbe wünschen. Ich finde halt schwarz so langweilig. Das fühlt sich echt mega an. Und ich habe hier noch ein anderes Squishy. Das sieht auch so wie so ein Meshball, ne? Oh mein Gott, der klebt voll geil. Oh, der ist so schön und der stinkt irgendwie nach purem Kleber. Keine Ahnung warum. Oh mein Gott. Boah, der ist cool. Hier ist auch definitiv meine Liga. Weil es etwas squishy ist, ja, dann habt ihr etwas wie so ein Ballon und es klebt so ein bisschen und innen drin sind so Kugeln. Ey, was Besseres gibt es nicht. Ja, okay, ich würde mir von allen wahrscheinlich das hier aussuchen, weil ich sowas einfach liebe. Das ist so cool. Oh mein Gott. Und schaut mal, wie durchsichtig das wird hier oben. Guck mal, wie schön das ist. Jetzt mal ganz ehrlich, das sieht wirklich schön aus, ne? Wer von euch würde das jetzt auch gerne ein bisschen knetschen? Ich weiß, ihr wollt alle das machen. Habt ihr eigentlich mal Lust, dass ich den hier zerschneide? Jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr Bock, dass ich diese Sachen einfach mal auseinandernehme und wir gucken mal, wie das von innen aussieht? Also ich finde, ich habe echt coole Sachen gefunden, oder? Aber ich liebe halt wirklich diese Poppets, diese Kugeln, die man hier einfach so ploppen lassen kann. Das ist für meine Finger ein Highlight. Genauso wie diese Dinger hier. Ich meine, wer auf Knacksfolie steht, für den ist das hier genau das Richtige. Eine Knacksfolie euer Leben lang sozusagen. Bis ihr alt und grau seid. Ich liebe es! Daumen nach oben, wenn ihr mehr Fidget Toys sehen wollt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist kostenlos. Tschüssi, Müsli.